Wie jede Woche begrüße ich bei mir Sandra Navidi von Rubini Global Economics. Das Thema China. Das Wachstum dort ist seit Jahren ausgesprochen rasant. China ist ein Hoffnungsträger. Wie schätzen Sie die Entwicklung ein? China hat gerade einen neuen Fünfjahresplan verabschiedet. Sie versuchen dort, das Wachstum etwas umzuschichten, also wegzugehen von Wachstum aufgrund von Investitionen hauptsächlich, sondern ein gesünderes Wachstum anzukurbeln. Aber um das zu ändern, da werden wahrscheinlich einige Jahre vergehen, bis das durchgesetzt werden wird. Und Sie bezeichnen das Wachstum, das wir in China sehen, als eine mögliche Blase? Wir denken, dass sich im Moment die Blase dabei ist. Der Markt ist dabei, sich zu überhitzen. Die Blase bildet sich. Sie wird voraussichtlich jetzt noch nicht platzen. Das dauert noch ein, zwei Jahre, also voraussichtlich nach 2013, wenn nicht mehr so viel Geld in die Investitionen gesteckt werden können. Da ein Teil des Wachstums basiert auch auf Überkapazitäten in China. Wie macht sich das bemerkbar? Was man überall sieht, sind zum Beispiel, es werden 45 Flughäfen gebaut, es werden über 20 Kernkraftwerke gebaut, Autobahnen ins Nichts, Schnellfahrzüge, die leer sind. Und das macht, diese Geisterstimmung macht sich überall bemerkbar. Wie kann es denn China schaffen, ein besser gewichtetes Wachstum, ein stabileres Wachstum zu bekommen? Also sie müssen den Wechselkurs etwas flexibler lassen und hochsetzen. Sie müssen auch weggehen von, sie müssen Staatsfirmen privatisieren. Sie müssen dafür sorgen, dass die Haushalte höhere Einkommen haben, damit die wieder mehr ausgeben können. Denn im Moment machen private Einkommen nur 50% des Bruttoinlandproduktes aus. Aber der Weg ist eingeleitet. Der Weg ist eingeleitet. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass sich mittelfristig deflationäre Tendenzen bemerkbar machen werden. Frau Navidi, vielen herzlichen Dank und zurück nach Köln.